B2.6. Bestimmen Sie den prozentualen Anteil der farbigen Fläche an der Gesamtfläche des Beckenbodens. Wir haben also nochmal zwei Flächeninhalte zu berechnen, einmal der farbigen Fläche und einmal der Gesamtfläche. So, fangen wir mit der farbigen Fläche an. Das ist im Prinzip hier nichts anderes als das Viereck EBFD und hier oben der Kreissektor. Also ich nenne es jetzt hier einfach mal Farbe. Ist gleich der Flächeninhalt von EBFD plus A-Sektor. So, jetzt darf man sich nicht zu viel Arbeit machen, weil wir haben ja diese beiden Flächeninhalte schon berechnet. Von EBFD ist der 346,40 Quadratmeter und vom Sektor war er 492,42 Quadratmeter. Und das rechnen wir zusammen und dann kommen wir auf einen Wert von 938,82 Quadratmeter. So, jetzt brauchen wir noch den Gesamtflächeninhalt. Schauen wir nochmal hoch in die Zeichnung. Also diesmal von der gesamten Figur. Und die setzt sich zusammen einmal hier aus dem großen Trapez und nochmal dem Kreissektor. Also A, ABCD plus A-Sektor. So, den Sektor kennen wir schon, aber das Trapez ABCD noch nicht. Das müssen wir jetzt zuerst nochmal ausrechnen. So, und wie das vorgeht, da brauchen wir jetzt für die Formelsammlung und schlagen nach, wie heißt denn die Flächenformel für ein Trapez, und das finden wir auf Seite 33. Und da heißt es, der Flächeninhalt ist gleich 1/2 mal A plus C mal H. So, jetzt muss man interpretieren, was was ist. A und C, damit sind immer die zueinander parallelen Seiten gemeint. Also wenn wir in unsere Zeichnung gucken, hier die Seite AB, ja, Seite AB und Seite CD. Das sind die beiden, mal die Höhe. In dem Fall heißt sie bei uns gleich, beziehungsweise ich habe sie gleich genannt. Also es ist der Abstand von der Strecke AC zur Strecke CD. So, wir kennen eigentlich alle Größen schon. Das heißt, wenn ich den jetzt hier nochmal aufschreibe, 1/2 mal die parallelen Seiten. Dann sieht man, aha, AB kenne ich, CD habe ich schon berechnet und die Höhe H habe ich ebenfalls berechnet. Also setze ich einfach die Größen ein. Da habe ich hier 60 Meter und CD waren 26,52 Meter. Ja, aus vorherigen Aufgaben schon bekannt. Und dann auch die Höhe mit 34,64 Meter haben wir im ersten Teil schon berechnet. So, das tippt man in den Taschenrechner ein und erhält dann ein Volumen, Fläche von 1498,53 Quadratmetern. So, damit lässt sich also die Gesamtfläche berechnen mit 1498,53 plus jetzt noch den Sektor dazu mit den 592,42 ergibt dann eine Gesamtfläche von 2090,95 Quadratmetern. So, was sollen wir jetzt damit machen? Schauen wir schnell nochmal nach. Man soll den prozentualen Anteil der farbigen Fläche an der Gesamtfläche des Beckenbodens berechnen. Okay, also Prozentrechnung. Das heißt, die 2090,95 entsprechen 100%, also die Gesamtfläche. Und wo haben wir sie? Die 938,82 entsprechen x. So, jetzt rechnen wir diese Prozentrechnung aus. Können wir über diese z-Regel machen, das mal das durch das. Also 938,92 mal die 100. Ja, wenn ich sie nochmal einzeichne, wenn man so diesem z folgt.
das mal das durch die 2090,95 ergibt dann einen prozentualen Wert von 44,90%. So, dann haben wir es geschafft.